Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Warum laufen hier zwei freizügige Frauen rum? Ich weiß es nicht. Aber ich will erstmal das ganze Zeug, was wir gesammelt haben, verkaufen. Und dazu brauche ich jetzt erstmal einen Händler. Ich glaube, da hinten ist schon einer. Ob das hier sitzt. Irgendwie, oder? Nee. Vielleicht auch nicht. Obwohl es scheint schon langsam Nacht zu... Also es scheint schon Nacht zu sein. 6 Uhr abends. Also 18 Uhr. Ich glaube, die haben schon zu. Das heißt, dass ich vielleicht doch noch mal... Ja, die haben alle schon zu. Dass ich noch mal zurück zur Taverne muss und noch mal pennen. Ja, es läuft hier auch keiner mehr rum. Da war, glaube ich, die Taverne. Ja. Dann gehen wir da noch mal rein. Schlafen noch mal ein bisschen. Ja. Und glaube ich mal 8. So, dann müsste es jetzt. Oh. Kann ich noch ein bisschen pennen? Ah, okay. Wir haben unsere Zeit schon hier verdingst. So, moin. Kennt ihr noch mal für einen Tag Pinkshut? Möchte ich auch mal sehen. Wie viel das kostet? 50 Gold? Okay. Ja. Ich möchte sehen, wo die Königssuit ist. Hier machen wir noch mal. Komm, wir machen 6. Wake up. So. Sieht nicht gerade besser aus als die anderen Zimmer. Also ich weiß jetzt nicht, ob die 50 Gold es wert waren, vom Aussehen her zumindest. Vielleicht hiervon wäre es vielleicht mehr wert gewesen, aber das weiß ich nicht. So, jetzt brauchen wir aber erstmal einen Equipment Store. Ich hoffe, dass die hier sitzt. Nein. Dann müssen wir hier wieder raus. Am besten fragen wir mal irgendjemanden so, wo ist der nächste Store? Fragen Lena, komm. Hallo, hey, hier geblieben. Hey, hier geblieben. Irgendwen, keine Ahnung. So, nächster Store. Now I might be wrong, but I'd look south of here. Okay. Also südlich da lang. Müssten wir hier irgendwo einen sehen? Ist das hier vielleicht der? Ah, haben wir gefunden. Haben wir gefunden. Nice. So. Guten Tag. Du möchtest bestimmt was kaufen. Das sind alles meine, glaube ich. Das hier. 22, ja. So, das sind meine. Bin ich Bakla, das ist meins. Bakla. Baklava. Wäre echt geil, wenn wir jetzt noch irgendwas haben, so was der uns für mehrere zigtausend wieder abkaufen will. Aber wir haben noch 23.000, also. Wir sind, was Geld angeht, eigentlich gut dabei. Jetzt müssen wir Sachen hier auch verkaufen. Stats haben wir sehr viele. Ich glaube, wir haben so viel Müll, wertlosen Müll mitgenommen. Ja, ich glaube, wir sollten mal von Dolchen die Finger lassen.
und von Steps. Also Stäben. Digga, wie viele Dolche habe ich mitgenommen? Wertlos einfach. Okay, zwei Dolche haben wir noch. So. Lecker. Ich glaube, das war's jetzt mit der Gart. Lockensport. Ja, okay. Ja, ich hoffe, davon ist eins. Ja. Und eins davon antik wäre oder so. There's not much market for a longsword like that around here. Best I can offer is 11 gold. Ja, okay. Ein Gold. Ist schade. Ein Daikatana. 37 Gold, okay. Viele Katana auf Endurance. Geil. Ne, den wollen wir noch behalten. Warhammer. 15 Gold. So, Sportbau. Wir hatten doch auch Amulette, oder nicht? Amulette, ja. Da bin ich jetzt gespannt. 234 Gold, das ist... Bin ich gespannt, was das andere Amulett da kostet. 93 Gold, ach schade. Wäre so geil gewesen, wären die jetzt auch mehrere zigtausend wert. Oder zumindest ein paar Tausender. Bracelet. 4687 Gold. Digga, die verkaufen. Noch ein Bracelet? Der 93, okay. Mhm. Bracers? 1152, ja. Wir sind gleich bei 30.000. 30.000. Bist du 590? Ja, Mann. So, und hier noch Crystal. Und 293, wir sind reich. So, haben wir noch irgendwas zu verkaufen? Stimmt, den Level Longsword. So, ja, komm, egal. 47, egal. Ja, und reparieren wollen wir unseren Steel Katana. 10 Tage, 24 Gold, ja. Jetzt schauen wir mal, was der hier hat an Waffen. Ich glaube, da ist wieder irgendwas mit Ebenerz. Ebony. Nein, hier hat er nichts. Cancel. Ja, okay, Cancel. Oder no. Hier muss er doch vielleicht irgendwas Ebenerziges haben. Abgesehen von dem ist, was ich ihm verkauft habe. Ich bin den Bagger, ja, den haben wir schon. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus. Na, wir sind aber immer noch irgendwie erkrankt. Das heißt, wir müssen uns mal heilen lassen. So, sag mal. Wo ist nächster Tempel? Noch auf hier, okay. Also diesen Weg Richtung. Ich glaube, das da hinten ist es schon.
Nadu? Oder das da? Das könnte sein. So, ja, da haben wir's. Der kann mich heilen, mit Sicherheit. So. Ah, die schon wieder. Genau. Der kann mich bestimmt heilen. Siehst, 371 Gold. Okay. Und haben wir noch irgendwas? We humbly beg your forgiveness for we cannot. Ah, okay, wir haben schon. Bless. Ah ja, stimmt, das war. How much do you wish to donate? Ach komm, wir sind mal so nett. Geben wir 50. Receive our blessings. Und ja, hier sieht es wieder gut aus. So. Warte mal. Ich habe jetzt vergessen, welcher Waffenladen jetzt mein scheiß Schwert hat. Wo sind wir hergekommen? Verdammt. Na, der hatte ja gesagt, Norden gehen, dann müssen wir hier Richtung Süden, an dem hier vorbei. Genau, an denen sind wir auch vorbeigegangen, genau. Dann war der da vorne, der glaube ich war das. Ich hoffe, der war das. Wir gehen da nochmal rein und fragen nochmal nach. Ich hoffe, das war der. Repair. Status. Ja, okay, der hat das. Und warte, wir können das auch. Ne, egal. Exit, exit. Dann müssen wir das hier gleich uns markieren, dass der unsere Waffe hat. So. Hier. Meine Waffe. So, ist kürzer. Warte mal, genau. Wir müssen noch zum Schloss, das ist im Süden. Guck schon mal in die richtige Richtung. Und wollen da unten. Kann ich hier auch schon mal gucken, nach Ebenerz-Sachen. Wer weiß, vielleicht hat er auch was. Vielleicht hat er anderes als, hier, Dingens, als die anderen. Wir haben 31.500. Ich glaube, das sind Pfeile. Wenn ich jetzt irgendwas Ebony wäre. Dwemer wollen wir nicht, oder Zwergen. Hat nichts, was wir brauchen. Wir können aber auch mal gucken, ob der eventuell. Nee. Okay, wir müssen schon zu dem hingehen, der unsere. Bei dem wir unsere Waffe abgegeben haben. Das ist gut zu wissen, dass es jetzt hier nicht so einfach einheitlich gemacht wurde, dass ich bei jedem Schmied einfach meine Waffe abholen muss. Ich muss schon wirklich zu dem hingehen, wo ich meine Waffe auch abgegeben habe. So. Genau, hier müssen wir jetzt rein. Und the Queen Blue Bumpcast Audience Chamber is alive with excitement. Beard and Tanith, the city-state's neighbor to the southwest, are at war talks.
Naturally, this has caused a lot of the internal stress within Riyadh. The Queen is remarkably calm, hearing each of the citizens' concerns about trade and commerce. Okay. So, dann können wir bei der jetzt endlich mal die Hauptquest abgeben. You have recovered the parchment. I hope you put Gothak into an early grave as well. Still, I will complete my end of the bargain. Queen Blubanka motions to a courtier who respectfully bows and brings forward a pen. Staring intently at the parchment, the queen takes a few moments and then inscribes the location of Kanglia, somewhere in the province of Tamerlane, to your map. Okay, you cannot travel from here. Oh, schade. Aber wir können so uns mal angucken, wie das hier aussieht. Ja. Okay. Wir haben für die was erledigt. Dann gehen wir hier mal raus. Und schauen uns mal an, wo Kanglia jetzt ist. So. Soll ja hier ein Hammerfell sein. Und... wo ist denn das? Ne, ich finde das jetzt hier nicht. Ach, da oben. Kanglia. Da oben ist es. Da oben haben wir es. Wie viele Tage wird es dauern? 19 Tage. The total distance is 900 kilometers. Hm. Okay. Tage würde es noch dauern, bis dahin. Und da würden wir dann unseren ersten Teil vom Stab des Chaos kriegen. So, aber wir müssen vorher allererst nochmal zur Magiergilde, wo die auch jetzt immer ist. Genau da oben. Also nach Norden. Immer schön nach Norden, bisschen nordwestlich sogar. Kann ich hier auch nochmal reingehen. Gucken, was der so auch an Ebenerdsachen hat. So, mal gucken. Ob der hier irgendwas hat. Steel War Axe of Fire Resistance. Adamantium Flail of Endurance. Was ist eigentlich ein Flail? Ich würde wirklich gerne wissen, was ein Flail ist, oder? Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Flail? Flail? Ich vermute einfach, es ist, heißt einfach nur Pfeil. Englisch oder dieses altmodische Englisch. Obwohl, das müsste dann Arrow heißen, oder? Oder Personality. Ja, aber Ebenerz haben wir nicht. So. Nee. Und hier rum. Dann muss es jetzt langsam nur noch nach Norden sein. Schauen wir mal, wie weit noch. Ja, da sind wir auch schon gleich da. Okay. So, da, genau, da haben wir schon die Magiergilde. Dann können wir uns noch einmal hier, voll kaufen, was Potions angeht. Und Potions haben wir, wenn wir hier jetzt nochmal schauen, nur noch 8. Und wir hatten 40. Wir hatten 40 Potions und jetzt haben wir nur noch 8. Bei
Und hier Magic Items bestimmt hat er auch noch. Elvenberg, Mithrilberg, Crystal of Wizard's Fire, Crystal of Force, Crystal of Poison Dart, Bracelet of Strength, Bracelet of Agility, Amulet of Intelligence. Das war am meisten. Aber wir wollen was anderes. Wir brauchen Potions. Potion of Healing, genau. So, sagen wir mal, dieses Mal kaufen wir uns 52. Dann haben wir 60. 2600, ja. Ja. Und ich würde sagen, Stamina kaufen wir uns auch. Nur davon aber nur 20, sage ich mal. Ja, 500 Gold. Passt. So haben wir halt ein bisschen mehr als 3000 Gold ausgegeben. Jetzt sind wir wieder bei 28,5. Aber ich finde, es geht fit. Weil wenn wir jetzt hier mal gehen, Potion of Stamina und Healing. Das heißt, wenn wir mal wieder in so einem Dungeon sind, können wir uns das, das hier auch nochmal wieder voll machen. Obwohl, eigentlich müsste das doch von Farben andersrum sein, dass das hier eigentlich Stamina ist, das hier Health und hier, das wäre ja das Blaue eigentlich. Magiker, okay, Magiker ist richtig, aber die beiden hätten, waren doch eigentlich andersrum, oder nicht, von der Farbe. So, ich will mir jetzt aber noch einmal irgendwie einen Store suchen. Moin. So, sag mal, wo ist der nächste Store? Ja, okay, die hat es mir aufgeschrieben. So, ja. Alles klar, nochmal umdrehen. Und hier rein. Da haben wir. Denn ich will schon schauen, dass wir ein bisschen mehr was von Ebenerz haben. Nein, nicht Zell. Nein, nein, nein. Warte. Wenn die Battle Axe. Den holen wir uns, ja. Alles klar. Sonst haben wir hier nichts. Nice. So, wo haben wir? Ebony Battle Axe. Okay, aber dafür können wir den hier nicht holen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Habt ihr das gesehen? Hier minus 4, minus 4, aber sobald wir den hier haben, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, alles plus 2. Guck mal, 20 und 60 haben wir. So, wir sind jetzt wieder bei 18.000. Ey, aber 122.000 Experience. Oh, nice. Wir werden langsam, aber sicher immer mehr zum Ebenerzkrieger. Das heißt, diesen Wakizashi, was wir da haben, oder ne, nicht Wakizashi, den Katana, den wir bei dem anderen da haben, können wir dann als Ersatzwaffe haben, sollte der Ebenerz, Kriegsaxt, Kampfaxt, der hier kaputt gehen. Aber ich würde sagen, für die heutige Aufnahmesession war es das dann mal wieder von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.